nur auf der eisernen Suche nach dem Stellplatz am Fluss. Ach, mir ist warm, ich will das Wasser. Ich fahre schon ewig neben so einem Fluss hinterher. Das finde ich das Gemeinste, wenn man die ganze Zeit im Fluss sieht und nicht rankommt. Ein Plätzchen gefunden. Pause zum Baden. Das ist die Staustufe. Und vor der Staustufe unten mit Wasserfall. Da gehen wir jetzt hin. Da gehen wir jetzt hin. Da unten ist schon. Die Kinder sind schon vorgelaufen. Stimmt, da unten sind sie. ans andere Ende. Okay. Oh ja, es tut jetzt gut. Eine Erfrischung. Ganz schön heiß geworden. Ein paar Hüpferchen über die Felsen mit Hängebrücke dahinter. Total cool. Der Tino hat den falschen Weg gewählt. Hey, auch der Eddie hat es im Schatten gemütlich gemacht. Schönen Parkplatz haben wir. Das sind viele Pferde, was, Tino? Mama, das ist der Weiße, das heißt gefällt mir. Oh ja, ein Weißes. Das hat Korn, das gefällt mir, das Weiße da. Das Weiße, das hat Korn, das gefällt mir so gut. Ja. Können wir mal hingehen? Traust du dich? Mit dir. Mit mir? Ja, Kalle fährt mit dem Laufrad. Oh, rast dich hier durch. Die Verena wedelt Luft. Ja. Juli behält die Lage im Auge. Eddie bewacht das Bettlaken, das trocknet da drüben.
just what I came there to see. There's a sun in the sky, there's a cloud drifting by. All kinds of birds make you wish you could fly. And in the distance I see someone. Und die Juli nascht auch schon. Goldie mit Tzatziki. Erwischt. Die Verena hat heute Geburtstag und schaut mal, was wir hier hinten haben. Wir haben ganz viele Gäste, die gekommen sind. Schön, dass du geboren bist, wir hätten dich sonst sehr vermisst. Wie schön, dass wir beisammen sind, wir gratulieren dir Geburtstagskind. Hoch soll's leben, dreimal hoch, hoch, gesund sollst du bleiben, gesund sollst du bleiben, dreimal gesund, gesund. Alles Gute zum Geburtstag, Verena. Dankeschön. Wow. Da ist Schokolade. Da ist die Frieda drauf. Ja, ne? Und Pilze. Und Herzen. Im Kartoffeldruck. Cool. Es gibt Kuchen. Ein größeres Messer haben wir nicht. Doch, natürlich immer ein größeres Messer. Das ist eine Frage. Aber es geht. Ja, Wann wollte mich nur aufstehen sehen. Ja, genau. Ist das erste gehörte Geburtstagkind. Ja. Und das Geburtstagkind da darf auch schneiden. Kalle freut sich. Jetzt auf einmal hat sie sich da rum. Extra dick. Oben ist es dunkel. Aber hier unten gibt es einen Regenbogen. Tada! Und da oben, das muss ich euch noch zeigen, wenn man hier um die Ecke geht. Während wir hier feiern, macht da oben das Monument. Had a truckload to drink. Now my brains did wait like that. Lost my keys, but don't give a shit. Cause tonight I can sleep where you sleep. From the cave up the stairs, put the keys in the light. Feel so unreal. You make me feel so unreal. We can live the dream. We can be so unreal. Kalle, Madita und ich, wir wollen mal schauen, ob es auch hier Waldalpen gibt. Ach, mein Wanderstock hast du gesagt. Dein Wanderstock? Wow. Okay, Madita, zeigt uns den Weg. Wow, was habt ihr für einen Riesenpilz entdeckt? Ja, wir haben ihn zurückgefunden. Zeig mal. Boah, der ist ja riesig. Ja, der ist riesig. Mama war ja mit dabei gefunden. Gehen wir weiter? Gucken, ob es Erdbeeren gibt? Nach Erdbeeren sieht es hier irgendwie nicht aus, muss ich so sagen. Ich weiß noch nicht so recht. Na, gehen wir spazieren, dann gehen wir halt spazieren. Ja. Wir suchen andere Dinge. Genau. Noch runter. Wir finden schon. Ein klassischer Bohrer. Oh, ein Bohrer? Du hast auch einen Bohrer?
Oje, Madita. Ich weiß nicht so recht, ob wir hier weitergehen sollten. Nee, das glaube ich nicht. Da komme ich nicht durch. Wir auch nicht. Wir müssen noch mal nach einem neuen Weg schauen. Super geschafft. Ah, da war ein Holz. Oh, Angst. Oh, ich muss meine Schuhe mal wechseln. Ja. Ist da was drin? Klar. Und hier wachsen? Auf der Wiese tatsächlich? Das ist der Kalle. Fast drauf getreten. Und hier beim Kalle sind da kleine Erdbeeren am Fuß. Guck mal, Madita. Ich nehme sie. Und hier hinten, Kalle, guck mal, da sind noch welche. Mama, die hier kann man auch essen. Die was? Kannst du alle im Mund stecken. Guck mal, die kannst du pflücken und in den Eimer tun. In sein neues Zuhause wohl. Ein Grashüpfer hast du gefunden? Ja. Der will mit dir mitkommen? Klar. Der will mitkommen. Hallo, kleiner Kerl. Ich glaube, das ist ein Mädchen. Habt ihr Angst, Hallo, kleine Dame. Hey, was habt ihr denn? Pardon. Hey, das tut doch nichts! Nee, Mama. Die hast du mir doch nie gesehen, Pferde. Pass doch mal. Ach, es gibt noch eine ganze Armee davon. Okay. Ich sag dir, wenn sie wiederkommt. Das ist ja echt mein Grashüpfer. Ein Grashüpfer hat sich schon mal hier reingeklettert. Aber einer. Er ist ich glaube, der will lieber auf die Wiese, Madita. Lass den, der klettert doch. Los, Eddie, hast du mal einen Fuß?